Was machst du hier? Kleine Virgin. Bist du auf der Suche nach einem Mädel oder was? Nicht, dass deine Wichssocke unterm Bett eifersüchtig wird. Ja. Hey, Max. Im Schulhof? Sorry, dass ich dich hab warten lassen. Alles gut. Hi. Wenn du mich anlachst, das ist echt anders. Ich brauch gar nichts sagen, weißt, was ich mag. Wie ich das liebe, wenn wir so fliegen. Oh, sorry. Elif, pass mal auf. Max, ja. Was ist los? Mann, ich versuche die ganze Zeit für diese Mathearbeit zu lernen, aber ich krieg nichts mehr in meinem Kopf, ganz ehrlich. Seitdem Nina und Baba. Ist doch was? Egal. Elif, erzähl, was ist los? Was haben die erzählt? Die haben verkündet, dass sie ein Baby bekommen. Hä? Ja! Ist doch voll cool, oder nicht? Es ist mega geil. Elif wird große Schwester. Steht mir, oder? 100%. Ja, aber seitdem die das erzählt haben, ey, ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Stell dir mal vor, wir kriegen einfach ein neues Familienmitglied und dann, das wird so geil, Max. Ja, cool. Trotzdem. Aber ich habe früher immer einfach nur kurz vor der Arbeit auf die Formeln geguckt und ich wusste, was Sache ist. Aber jetzt, Stochastik, womit, was soll ich damit anfangen? Geh mal her. So, Stochastik, Häufigkeitsverteilung, Summe. Weißt du, du hast einen riesigen Vorteil. Okay, und der wäre? Dass du mich kennst. Okay, aber wie hilft mir das jetzt bei der Arbeit? Also, Elif, schau mal, ich war immer echt gut in Mathe. Mhm. Und dazu Stochastik, ey, eine eins nach der anderen. Jedes Jahr, egal bei welcher Klausur, das ist mein Thema praktisch. Max Stochastik Reiter, verstehst du? Okay, und jetzt? Ich begleite dich zur Schule und gebe dir ein bisschen Unterstützung. Du begleitest mich zur Schule an dem Ort, den du hast? Wo die ganze Sache mit Jackie war, wo diese ganzen Leute sind, die einfach hohl sind. Und ich meine, nach der ganzen Geschichte gestern im Café, dass ich dich hab da alleine stehen lassen, würdest du mir echt helfen? Dann noch für so einen Idioten wie Billy, Alter. Ja. Das sind alte Kamellen, ja? Ist doch kein Problem. Ja, ist schon vergessen. Okay. Ich hab dir doch gesagt, ich hab deine Entschuldigung angenommen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zur Schule und ich helfe dir halt. Okay, danke, aber wie stellst du dir das vor? Also, wie willst du mir bei der Mathearbeit helfen? Gib da so einen kleinen Trick, dass ich einfach deine Klausur schreibe. Hä? Ja? Wie? Ich erkläre dir alles auf dem Weg, ja? Mach dir keinen Stress, das wird schon, Mann. Hier, deine Formel sammeln. Wobei, lass sie bei mir, kannst du eigentlich vergessen. Danke, Max. Ja, kein Problem. Komm! Was hat so lange gedauert, Mann? Bist du sicher, dass sich hier keiner sieht? Elif, bitte schau dich um. Selbst wenn jemand kommt, dann bücke ich mich weg. Okay. Habe ich etwas gesucht? Okay. Was hat so lange gedauert, Mann? Hast du kalte Füße bekommen? Ich bin ehrlich, ja, habe ich. Ganz ehrlich, das ist so gar nicht mein Ding, solche Sachen zu machen. Ich bin immer die, die extra lange lernt. Und dieser Lehrer liebt mich, okay? Er würde sowas niemals von mir erwarten. Und ist jetzt auch egal. Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Tage habe, Krämpfe habe. Und er hat mich einfach so auf Toilette geschickt. Er hat nur nicht mehr nachgefragt. Elif, willst du dich mal ein bisschen beruhigen? Der ist so leichtsinnig, der Arme. Ey, es wird doch nichts passieren, okay? Nichts wird passieren. Nein, wird's auch nicht. Was ist, wenn genau am Ende ich auffliege? Weißt du, was passiert? Baba, der Lehrer. Elif. Die trauen mir alle nicht. Hallo, mehr. Hör mir zu. Aha. Alles gut. Ja, entspann dich. Das Einzige, was du jetzt noch tun musst, ist dich entspannen, dich in die Klausur setzen, dir einfach nichts anmerken lassen. Okay. Schreib irgendwas auf die Bögen. Es muss noch nicht mal was mit Mathe zu tun haben. Genau. Und dann kommst du kurz vor Ende der Klausur noch mal raus, holst die Lösungen ab, die ich gemacht habe, weil ich habe jetzt schon gesehen, die Klausur, ey, das ist ein Klacks. Ja, ist es wirklich, ich weiß. Ich habe es wahrscheinlich sogar in 10 Minuten fertig, aber komm zur Sicherheit einfach kurz vor Ende. Hätte ich auch alleine machen können. Nein. Elif. Okay. Du hast andere Sachen im Kopf, oder? Okay. Ja. Nicht vergessen. Ja. Okay. Bleib einfach bei der Sache, es wird alles, ja? Ja, ja. Okay. Bei der Sache. Okay. Hör mir zu. Hä? Wenn das jemand kann, dann du. Du hast gerade gesagt, der Lehrer vertraut dir, der mag dich. Was soll passieren? Vertrauen ist Missbrauch. Egal. Alles gut, man sieht nichts, ja? Okay. Cool, dann gehe ich hier rein. Bis gleich. Schon witzig irgendwie. Elif war immer so tough und so selbstbestimmt und selbstbewusst und, keine Ahnung, vor allen Dingen zickig auch. Dann auf einmal steht sie vor mir, ist total nervös, macht sich voll die Sorgen, war total durch den Wind.
Das Ganze wegen einer behämmerten Mathe-Klausur. Es soll alles hier sein. Fuck. Ach, guck mal hier. Den haben wir da. Guck dir den mal an. Hi. Hi. Was machst du hier? Kleine Virgin. Bist du auf der Suche nach einem Mädel oder was? Nicht, dass deine Wichssocke unterm Bett eifersüchtig wird. Ja, ich bin schon. Du hast den Mund tot gemacht, Glück. Woher kam das? Ja, hallo? Warum? Was wollten die überhaupt von dir? Weiß ich nicht. Idioten. Keine Egal, Ahnung. Pass auf. Das mit der Klausur lief nicht gut. Richtig, richtig, richtig gut. Der Lehrer hat nichts bemerkt. Ich bin dir so, so dankbar. Und deswegen hatte ich Bock, dich auf einen Döner einzuladen. Was hältst du davon? Warte. Also, Döner hört sich sogar sehr gut an, muss ich sagen. Mhm. Aber ich lapp dich. Hä, warum? Ey, für die Abreibe! Nein. Natürlich, das hast du dir verdient. Das hast du dir 100% verdient, ja? Okay. Du zahlst das Getränk, ich den Döner und dann passt das. Easy. Okay, aber nur mit süßer Soße. Ich war Max so dankbar, er hat mir echt den Arsch gerettet. Ich meine, wie konnte ich am Vortag noch auf so einem Vollidioten wie Will stehen? Ist jetzt auch egal. Ich war einfach glücklich, dass ich den nicht mehr um mich habe. Weißt du, was ich nicht verstehe? Dieses ganze Computer-Game-World, okay? Ja. Warum kann man dafür so viel Geld ausgeben? Also, keine Ahnung. Macht das wirklich so viel Spaß? Guck mal, eigentlich ist es nichts anderes als irgendein guter Film oder eine Serie oder ein Buch. Weil, guck mal, die erzählen epische Geschichten, diese Spiele. Ich spiele ja nicht die Spiele, wo einfach nur bloß eine Ballerei ist, verstehst du? Mhm. Und das Coole daran ist, du kannst halt auf die Story eingreifen. Du entscheidest im Prinzip, wo es lang geht. Mal hier und dann da. Du entscheidest, wie es ausgeht. Okay. Guck mal, ich spiele im Moment so ein Spiel, das heißt Hunter's World. Geil. Wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Nö. War mir klar. Aber bei Hunter's World geht es halt darum, da ist so ein Krieger. Mhm. Und dieser Krieger, der arbeitet und kämpft dafür, dass er seine Familie aus dem Fluch befreien kann. Weil da ist so ein böser Herrscher. Und dieser böse Herrscher hat so einen Fluch, dass er mit Salzsäure alle Leute erstarren kann. Und wenn die nach 72 Stunden nicht auferweckt werden, dann kann der Herrscher über die entscheiden, was mit denen passiert. Nein. Doch, und das will der Krieger natürlich nicht. Ja, klar. Und dann, was passiert dann? Also, eigentlich hänge ich gerade an einer Stelle fest. Und zwar an der Stelle, da ist der Bruder vom Krieger, der hat es nämlich auch auf die Familie abgesehen. Und der hat seinen eigenen Bruder verraten. Er hat seinen Bruder verraten? Ja. Boah, dann muss er ihn ja hassen. Ja, weißt du, wie sauer der Krieger ist? Das kannst du gar nicht. Ja, und da hänge ich halt gerade fest. Hey. Okay, weißt du was? Was? Was hältst du davon, wenn du mir das einfach mal zeigst? Ich möchte mich selbst davon. Ja, ich möchte mich selbst davon überzeugen. Das hört sich echt cool an. Also, ich glaube zwar nicht, dass du mir bei der Stelle helfen kannst, wo ich festhänge, aber warum nicht? Ja, na los. Dann komm. Das ist für mich eine Herausforderung, mein Lieber. Ich sag's dir. Mhm. Ich hatte mal Tetris gespielt und sonst kannte ich Computerspiele nur von meinem Bruder. Aber Fantasy hat mich schon immer interessiert. Ich habe immer sehr gerne Bücher gelesen und mir Filme angeguckt. Also warum kein Computerspiel? Und plötzlich war Max doch gar nicht mehr so ein Nerd, wie ich dachte. Da hinten links. Pass auf. Pass auf, von rechts. Und? Was? Hä, du bist ja ein Naturtalent. Achso, wie hast du das denn hinbekommen? Tja. Elif, ich hänge seit Stunden an diesem Level und du kommst hier hin und machst es einfach. Ich habe vom Besten gelernt. Wow, ich bin echt. Leute, könnt ihr mir mal sagen, was hier für ein Lärm ist? Hey, Emma.
Wir spielen gerade Handelsdurf. Was machst du hier in seinem Masturbatorium? Was heißt Masturbatorium? Ich spiele gerade Handelsdurf. Das ist richtig geil. Das hat mir Max beigebracht. Ja. So mit Geschichten und dann so. Und dann so eingreifen und so. Ah ja. Okay, ein Nerdspiel. Nein, ist wirklich gar nicht nötig. Solltest du mal ausprobieren. Wirklich. Ich zeig dir das. Das ist wirklich cool. Nee. Oh fuck, ich bin zu spät. Max, danke nochmal wegen der Hilfe mit der Mathearbeit und danke für den Tag. Es hat echt mega viel Spaß gemacht. Schau mal, Schatz, wir sehen uns. Mach ich gerne. Tschüss. Ciao. Alter, was hat Elif hier gemacht? Er hat eine Runde gespielt. Hä? Was denn jetzt? Guck mal, weißt du was? Weißt du was? Verlieb dich einfach nicht in sie, okay? Wenn du gerade dabei bist, dich in die zu verlieben, lass es. Weil sie will definitiv nichts von dir. Emma. Okay? Das ist eine Freundin von dir. Also würde ich mich never in sie verlieben, ja? Egal, ob es Elif ist oder ist auf jeden Fall auch besser so, ja? Besser so. Ja. Ey, kannst du jetzt rausgehen? Ja. Habe ich noch was zu tun, ja? Von dem Tag an habe ich Elif mit völlig anderen Augen gesehen. Ey, sie war nett, lustig, cool. Ganz anders, als ich bisher immer gedacht hatte. Und irgendwie hat es auch ein bisschen in meinem Bauch gekribbelt. Aber das konnte und wollte ich vor Emma nicht zugeben, auf gar keinen Fall. Und dass meine Chancen gegen Null standen, ja, das war mir auch bewusst. Elif war halt einfach ein anderes Kaliber. Leider. Also eins kann ich dir gleich sagen, ne? Du brauchst mir jetzt hier nicht wieder ankommen mit der Schönheitsoperation heute. Die findet statt und fertig aus. Tut mir leid, wo ist meine Mama und Mutter? Wir gehen an durch Patientenzimmer 2. Mama, hallo! Mama! Wie geht's? Ich will nicht schlafen. Ich will mit dem kleinen Mann hier die Zeit verbringen. Du bist jetzt